Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76 mit meiner reizenden Assistentin. Hallo. So, und jetzt hier einmal Waffenbehälter abgeben. Wenn wir brauchen mehr Stuff. Untersuchung der Signale zurück. Ghoul tut das Gatling Laser. Na denn, yay. Gut, ich könnte eigentlich jetzt mal zur Lounge rüberrennen. Müssen ja nicht immer porten. Da haben wir jetzt noch ein paar Minütchen, bis die nächste Ausrufezeichen kommt hier. Ich werde schon wieder... Ah, Angler! Mensch. Da wollte mich ein Angler begrüßen. Waren sie jetzt mega ruhig noch am Bauen, oder wie? Voll concentrated. Da hat er mir schon die Tür aufgemacht. Der hat mich schon erwartet. So, der auch. Willkommen in der Black Bear Lodge, Ihrem familienfreundlichen Jagdclub. Was haben wir denn heute in der Großwildjagd? Irgendwas hier vorne auf jeden Fall. Alle Hubs. Ah, noch ein Angler. Stehen die heute auch auf der... Ja, die stehen sogar heute auf der Speiseliste. Na gut. So. Haben wir die Angler durch. Skorpion und Stechflügel. Und Geschichten am Lagerfeuer haben wir heute. Möchtest du denn lieber bauen, oder? Ja. Okay. Ich will dich ja nicht aus deinem Baumwahnsinn rausholen. Aber bitte schön fluchen, ne? Nee. So, und den Stechflügler, den kriegen wir doch gleich beim Geschichten an Lagerfeuer. Aber hier halt. Das ist mein Hirsch. Und da sind noch mehr Hirschis. Weiß gar nicht, ich koche heute eigentlich heute. Müsste ich eigentlich. Jo, Koch habe ich. Aber jetzt erstmal schnell zu Geschichten. Wir wollen uns eine Story anhören. Und wenn ich Glück habe, kriege ich gleich einen Stechflügler. Und dann ist das fertig. Das wäre doch OP. So. Hallo, Tierchen. Ah, mal kurz freirubbeln. Heute gibt es Geschichten am Lagerfeuer. Meine Lieblingsbeschäftigung als Pfadfinder Pionier. Eingeschaltet? Schön. Gut, dass die Lautsprecher noch funktionieren. Hallo, Camper. Seid ihr bereit für eine Gruselgeschichte? Vergesst nicht, dass diese Geschichten interaktiv sind. Also nehmt allen Mut zusammen und macht mit. Die heutige Geschichte trägt den Titel Schrecken im Dunkeln. Scheinbar ist das Holoband fehlerhaft. Macht aber nichts. Hallo? Diese Geschichte handelt von mir, einer Pfadfinderpionierin. Eines Nachts wache ich in der Hütte auf und bin alleine. Alle Betten sind leer. Mein Herz klopft laut, aber ich weiß, dass ich nach draußen gehen muss, um die anderen zu suchen. Ich will aufstehen, aber die Schatten greifen nach mir. Sie werden mich angreifen. Bitte helft mir, sie abzuwehren. Na dann spawn mal die Schatten. Wo sind die Schatten? Na, da, wo du nicht bist. Na, ich merk schon. Kann man hier auch mal kurz Schatten kaputt kloppen. Ach, einen Schatten habe ich vergessen. Ich stell mich meinen Ängsten, werfe die Decke zurück und stürme nach draußen. Dort sehe ich den warmen Schein eines Lagerfeuers. Die anderen Pfadfinder sitzen am Feuer und reden.
Ich gehe zu ihm, will sie warnen. Es ist nicht sicher, so spät noch draußen zu sein. Dort lauert etwas. Ich weiß das. Dennis hat meinen Bruder mitgenommen. Er war im Dunkeln draußen geblieben und kam nicht zurück. Aber sie hören nicht auf mich. Ich sitze bei ihnen. Ich passe auf. Wir lachen, trinken und erzählen uns Geheimnisse bis spät in die Nacht hinein. Ja, dann einmal durchsaufen. Komm, gib her hier. Ich habe genug Wasser dabei. Die Nacht schreitet fort und das Feuer brennt herunter. Den Pfadfindern macht die wachsende Dunkelheit nichts aus. Ich versuche, sie vor der Dunkelheit zu warnen, aber niemand hört zu. Also gehe ich alleine in den Wald, um nach Holz zu suchen. So, ab Holz suchen. Hat man schon so häufig gemacht hier. Man weiß sogar schon, wo die Bäume sind. So, da. Gute feuchte Holz. Okay. Du bist nicht da, du bist am Bauen. Darf ich dir nicht trotzdem zuhören? Dann kann ich dich jetzt auch ignorieren. Also. Nein, so war das doch gar nicht gemeint. Weil dann ignorierst du mich ja den ganzen Tag. Das mag doch keiner. Mit gesenktem Blick finde ich genug Holz, um das Feuer wieder anzufachen. Aber als ich mich umdrehe, sehe ich kein Licht, das mir den Weg zum Lager weist. Ich weiß nicht, ob ich zu weit gegangen bin oder das Lagerfeuer ausgegangen ist und die Pfadfinder im Dunkeln sitzen. Puh, entschuldigt, dass ich die Geschichte unterbreche, aber wir haben einen Notfall. Zumindest sagt das mein Pfadfinderleiter Notfallprotokoll. Mein Protokoll meldet einen fehlenden Camper. Ich bin mir ziemlich sicher, richtig gezählt zu haben, aber wir sollten auf Nummer sicher gehen. Wenn wir unseren Schattencamper nicht finden, sollten wir nach Spuren suchen. Und denkt an das Begleitersystem. So, dann wollen wir mal gucken, was wir hier Schönes haben. Wir haben Insektennadeln. Oh, oh, oh. So, die Lunchbox brauchen wir noch. Denn das kleine Glas hier. Den wunderschönen Hausstein. Vielen Dank für eure Mühen. Ich habe ein Holoband in dieser herrenlosen Tasche gefunden. Hoffentlich erfahren wir, was los ist. Krabbeltiere, Spinnen, Ameisen und Schnecken. In Appalachia könnt ihr euch vor mir nicht verstecken. Heute vervollständige ich meine Sammlung. Mir fehlen nur noch 9 Hautflügler. Leila hat gesagt, ich soll mich vor ihren Stacheln in Acht nehmen. Aber ich kann das. Dafür habe ich mein Insektenkundeabzeichen. Ich jage Krabbeltierchen von jeder Art. Manche sind lichtscheu, aber alle sind smart. Na denn. Angriffswelle Nummer 1. Die machen hier alle bzz, bzz, bzz. Angriffswelle 2. Machen alle Puff. Aber noch eine, komm. Noch mehr Bär fliegen. Ja, dass man so keine dreieckigen Fundamente hat. Ja, halbe Wände wären auch was Schönes. Es gibt so viele Sachen, die so schön wären, ne? Aber die wir einfach nicht haben. Das wäre doch richtig nice. Also halbe Wände, halbe Fundamente, dreieckige Wände. Ja, habe ich jetzt alles erwischt? Ich denke mal. Ne, da sind noch welche. Wird hier noch ange... So. Jetzt haben wir genug...
Ich habe noch eine Ameise. Oh, guck mal hier, meine keine Kleine. Keine Essensreste rumliegen lassen. Ich will keine weiteren Schnorrer mehr wie Bärchen da drüben. Armes, altes Bärchen. Ich bereite ihn Ärger, aber es ist schön, dass er da ist. Okay, das arme Bärchen. Die hat jetzt nicht zufällig von mir gesprochen, weil es gibt hier keine Jaugweiß. Ah, heute haben wir wieder eine Eventdichte. Ey. Ich habe wahrscheinlich wieder heute den schlechtesten Server aufgemacht, ne? Kann sein, ja. Ja, also der ist heute nicht... Sagen wir mal so, ist nicht toll. Er ist auch ist nicht aber okay, nett ausgedrückt. Aber er ist auch nicht toll. Ist nicht toll, Mann. Das ist momentan ist das so Standard. Ja. Ich freue mich schon auf Fastnacht. Da kommt wenigstens wieder ein bisschen Ablenkung rein hier. Wobei, dann ist die Eventdichte ja noch beschissener, weil dann kommt ja nur noch. Nicht? Ja. Achso, ich wollte hier nicht meine Sachen sammeln, ich wollte Mais einsammeln und so, ja. Ich wollte doch den Koch jetzt machen. Sie nicht Supermutanten auslöschen. Aber wie gesagt, der Song, der hat sich so ins Hirn gebrannt förmlich. Der kommt da nicht mehr raus. Oder was? Genau. Das ist wie so Tetris-Song, so. Der ist einmal drin, den hast du zu häufig gehört, dann ist er einmal drin und kommt nie wieder raus. Das heißt, selbst wenn ich irgendwann so 90 Jahre alt bin, dann werde ich den Song immer noch im Kopf haben. Selbst wenn ich mit Gaming noch gar nichts mehr zu tun habe. Möchte ein Erlebnis für jung und alt. Dann werde ich sagen, so auf meinem Sterbebett später so, ich habe einen Song im Kopf. Weil ich kein Fleisch zum Grillen habe. Könnten Sie mir Red Hirschfleisch besorgen? Ja, aber ich freue mich schon auf Fastnacht. Wenn Sie außerdem noch Jaguar. So, wieder drei neue Masken geben. Mal gucken. Könnte ich ein paar exotische Steaks zubereiten? Diese Red Hirschfleisch. Ich hoffe mal nicht, dass die Druckwahrscheinlichkeit wieder so. Ich liebe. Abnorm im Keller ist, dass man am wenigsten eine von Masken zugesucht kriegt. Also als Spieler und nicht als Massenläufer. Achso, ich muss ja nochmal mitkochen. So. Haben wir das auch fertig? Ja, sein berühmter Tato-Salat, Mausi. Oh mein Gott. Hast du auch einen berühmten Tato-Salat? Nee. Oh, warum nicht? Aber ich habe die ist ja eigentlich nur ein Kartoffel-Tomatensalat. Sie müssen mir einige Tatos für den Tatosalat besorgen. Ein Gast. Oh, und falls Sie Mais oder Möhren finden, könnte ich die auch so brauchen. Wo sind die Ziele? Die habe ich aufgegessen. Nein, nicht aufessen. Was sind denn die Papierziele? Ich sehe sie gerade nicht. Papierziele. Hä? Besorge neue Papierziele. Wo sollen die denn sein? Ach so, dein Zeichen ist da direkt drüber. Das ist unten bei dir. Ich wundere mich hier die ganze Zeit so. Hä? Ich komme dich mal besuchen. Okay. Ich muss da ein bisschen was gucken und Papierziele holen. Können wir ja nochmal gucken, was du jetzt hier gemacht hast, fabriziert hast. Eine Hecke. Hey, das hast du ja hingekriegt. Cool. Kann man immer noch zu den Typen da oben hingucken. Ja, hast du ja hingekriegt. Das ist cool. Wie sieht das aus? Ja, sieht doch bis jetzt gar nicht mehr so verkehrt aus. Na denn, machen wir weiter. Bin mal gespannt, wie das am Ende aussieht. Aber ich muss jetzt hier deine Lieblingsfreunde nochmal töten. Weil ich brauche hier die Schießziele. Okay. Tut mir leid, Mausi. Jetzt wird erstmal eine ganze Weile kein Menschenjagd kommen, weil sie Maddox nicht befreien können. Weil sie Maddox nicht. Jetzt ernsthaft?
Nein, das hat damit eigentlich nichts zu tun. Wenn es gut kommt, dann kommt es. Was sagen? Das wäre aber cool. Eigentlich so geschichtsmäßig, weil ne, du hast ja eigentlich auch schon gemerkt, Gefängnisausbruch ist stattgefunden und Menschenjagd auch. Na? Ja. Das hatten wir ja schon häufig genug. Das heißt, Gefängnisausbruch, er sitzt noch im Knast, aber Menschenjagd ist ja auch. Das heißt, er ist ja schon aus dem Knast ausgebrochen und du sollst ihn wieder einfangen. Gibt es wohl wahrscheinlich zwei Mad Dog Malones. Ist und bleibt entdeckt. Vielleicht ist es ja sein Zwillingsbruder. Vielleicht hat er ja immer einen Zwillingsbruder. Das wäre eigentlich. War der schon zu dritt? Ja, natürlich. Vielleicht hat er sich auch klonen lassen. Technologie hätten wir hier. Gibt genug Labore. Vielleicht sind die Supermutanten so schlau und klonen sich die ganze Zeit. Ich glaube nicht, dass die so intelligent sind. Doch, das kriegen die hin. Wenn Turtle ihnen das zeigt, weil ich habe ja auch eine Klonkammer hier. Also, das würdest du denen nicht zeigen, oder? Supermutanten vor! Supermutanten vor! Wir stinken alles zu hier. So muss das. Nicht anders. Wenn wir stinken, dann zusammen. Genau. Was ist auf dem Öhrchen? Ein schönes Musiklein. Ein schönes Musiklein? Was ist denn ein schönes Musiklein? Also ein schönes Lied kenne ich, aber... Okay. Das sagt mir jetzt gerade nichts. Du triffst die Töne nicht. Feindselige Aktion. Ah, das sagt mir schon eher was. Das sagt mir schon eher was. So, wo ist denn jetzt der... Ach, hier. Robi hin. Ach, alte Pult, ja. Ja. Yeah. Geben Sie sich. Ich muss ja auch nicht die Töne treffen. Jetzt nuschelst du schon wieder. Ja, ich muss ja auch nicht die Töne treffen. Du triffst ja auch immer nicht. Ach so. Darf das auch. Darf man auch mal nuscheln? Ja, und jetzt schäme ich mich. Darfst du auch nicht die Töne treffen. Ja, jetzt schäme ich mich. Nee, alles gut. Warum musst du dich denn dafür schämen? Mein Gott, ich weiß, dass ich nicht singen kann. Nee, ich schäme mich für mich, nicht für dich. Ach so. Ja, dann musst du Gesangsunterricht nehmen, wenn du singen willst. Die Stimme dafür hättest du. Nee. Na doch. Glaube ich nicht. Doch. Ich bin doch viel zu kratzig, die Stimme hier. Ich bin halt reib. Nee, ich habe nur den von Men in Black 1 rezitiert. Da hat er auch immer so komisch geredet. Naja. Ich glaube, das mit dem Singen können wir dann ausschneiden, oder? Nee, das lassen wir drin. Aber ich schäme mich nicht. Ja, warum? Gibt doch keinen Grund. Warum nicht? Nee, weil es keinen Grund gibt. Wo ist der Grund? Nenn mir den Grund, dann schneide ich es raus. Weil ich mich scheiße anhöre. Ach Quatsch. Ich habe das bloß zu Anfang nicht erkannt. Weil es kam so ein bisschen abgehackt rüber, weil du dann so ganz leise ins Mikrofon geredet hast. Und du bist ja prinzipiell schon so mega leise. Und dann hört man das doch gar nicht mehr. Ja. Ja. Ja, hättest du nur machen müssen... Düm, 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 düm. Das höre ich aber gerade nicht. Das höre ich ja. Ja, aber das ist so lauter machen müsst und nicht so. Ja, das höre ich immer noch nicht. Ja, siehst du? Mir ist aber nichts anderes eingefallen und ich will mich jetzt nicht in Copyright-mäßig reinsetzen, deswegen mach ich irgendwas. Also. Ich will mich nirgendwo reinsetzen, ja? Ja, ich setze mich da gerne rein, so, ganze Badewanne voll.
Keine Badevoll, wo du dich reinsetzen kannst hier? Nee, eine Badevoll habe ich nicht. Eine Badevoll hast du nicht? Eine Badewanne voll. Oh, und dann setzt du dich da rein und... Eine Badevoll habe ich nicht, nee, nee. Ja, Badevoll. Du badest voll, ey. Ja, schon wieder Leitwolf. Ja, Mann, schäm dich. Ach komm, ich jetzt mach ich nochmal Leitwolf. Weil ich mich schämen soll. Und ich schäme mich nicht für ein Event, wo es legendären Stuff gibt. Warum nicht? Warum sollte ich mich dafür schämen? Weil du es kannst. Nein. Auch wenn ich das könnte, werde ich es nicht tun. Mama ist stolz auf mich. Du solltest den Knopf auch drücken, sonst hört man das nicht. Das ist nicht immer so scheiße. Alles gut, Maus. Ran und Spaß. Kann ich mir zwar später was von meiner Mutter anhören, aber hey. Oh nee, ich glaube, die wird das auch feiern. Die wird dann auch sagen so, oh mein Kind, guck mal, ich habe mega stolz auf dich. Die wird mich damit so aufziehen. Jetzt habe ich ein paar Tränchen verloren. Und wir haben Strahlenschlägerei. Willst du das dann auch ausfallen lassen? Nee, dafür komme ich. Dafür kommst du. Aber das müssen wir dann in die nächste Folge verlegen, weil sonst wird das zu viel in der Folge, ja. Das habe ich weiß. Also von den einen Lachflash in den anderen müssen wir jetzt. Bitte nicht. So, jetzt renne ich hier erstmal ein bisschen weg. Jetzt machen wir die Horde mal nicht. Denn machen wir nämlich hier an dieser Stelle einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.